Die Geschichte heißt Bongzo, Butlaukyu heißt das Ding. Das heißt, der Bongzo bleibt niemals still. Wenn er sich jetzt wehrt und ich sage, der Bongzo bleibt niemals stehen, ich habe aber nicht die richtige Körpermechanik dafür. Und da entsteht eine Kraft, genauso wie gerade eben. Und ich sage, der Bong bleibt nicht stehen, dann mache ich das hier. Und du machst genau das, was du gerade gemacht hast. Dann funktioniert das gar nicht. Das heißt, das Prinzip, dass wir sagen, Bongzo, ja, Butlaukyu, das geht nur, wenn du sagst, okay, ich muss es relax machen. Und ich muss eine Kraft aufbringen. Okay, jetzt bringe ich eine Kraft auf, die ist muskulär. Gerade eben war es ja soft, hat nicht funktioniert, richtig? Ich wollte irgendwie nur um ihn herum latschen und dann hat das nicht geklappt. Okay, jetzt brauche ich irgendwie eine Gegenkraft, weil Auswirkungen in der physikalischen Hinsicht für Kraft ist Verformung oder Bewegung. Oder eben eine Richtungsänderung, ja, aus der Bewegung heraus. Also versuche ich jetzt da Kraft reinzuschicken, muskulär, ja, wenn ich es nicht anders kenne. Und er macht genau das Gleiche. Dann geht es auch nicht. Selbst wenn er hier schwächer wäre und ich mache es muskulär, dann kriege ich, ja, ich krieg den Flow nicht hin. Das heißt, die Prinzipien anzuwenden erfordert immer, zu fast alle Prinzipien, die wir haben, es erfordert immer eine Kraftentwicklung, die nicht durch muskuläre Anspannung entsteht. Von mir aus könnte es auch internal nennen. Und die einzige Methode, wie das aus unserer Sicht vernünftig funktioniert, ist aufgrund Geometrie und Beschleunigung, Acceleration Alignment. Das heißt, ich habe hier Kontakt, meine Intention ist ein V-Stoß. Jetzt entsteht hier ein Gegendruck und ich sage, der Bong bleibt niemals stehen. Das heißt, habe ich die Power nicht, habe ich gerade demonstriert, funktioniert es nicht. Mache ich es muskulär, geht es auch nicht, haben wir auch gerade gesehen, stuck in. Wenn ich um ihn herum wandere, aufgrund der Massenträgheit, er bleibt ja nur stehen und ich bewege mein gesamtes Körpergewicht, geht es auch nicht. Wie funktioniert dann das Prinzip, dass wir sagen, der Bongzo bleibt nicht stehen? Es funktioniert dadurch, dass ich eine nicht muskuläre, also eine Power entwickle, die nicht auf muskuläre Anspannung beruht und auch nicht auf Balanceverlust beruht. Das bedeutet, ohne dass ich jetzt die Masse hereinlege. Das heißt, ich stehe hier ähnlich wie bei der Form in den Bewegungen. Ich schicke jetzt hier einen Punch rein, da kommt der Gegendruck und daraus entsteht der Bong. Ja? Und jetzt, wenn ich jetzt sage, er bleibt nicht stehen, dadurch, dass ich weder muskulär angespannt bin, noch bin ich off balance und noch kann er praktisch eine Gegenkraft auf mich einwirken, weil die Kraft in meiner Mechanik sitzt. Und jetzt kann ich sagen, der Bong bleibt niemals stehen. Und dann funktioniert es. Das heißt, wir gehen in die Knie, schön ma. Ja, Chi-Kün, frontaler V-Stoß, entsteht ein leichter Gegendruck. Und in der Mechanik ist der V-Stoß und der Bongzo sind identisch. Das bedeutet, ihr habt das gesamte Getriebe dahinter völlig relaxed. Ja? Und jetzt spürt er auch, er baut die gleiche Gegenkraft auf wie vorher. Nur diesmal ist sie völlig nutzlos, weil sie direkt in den Boden absorbiert wird. Künjao Sampat, Lik Chun Dei Hei. Ja? Der Punch kommt aus dem Herzen, die Kraft kommt aus dem Boden. Und auch wenn er dagegen hält, hat er einfach nur noch mehr Impuls auf seiner Balance, umso mehr er dagegen hält. Und jetzt kann ich sagen, der Bong bleibt nicht stehen. Solange ihr prinzipientreu bleibt, sind die Lösungen immer super effizient und es funktioniert jedes Mal.